Ich bin die Marlene, ich komme aus Insum, ich bin 20 Jahre alt und bin jetzt seit 10 Jahren bei der Feuerwehr. Dadurch, dass wir in Insum nur eine kleine Ortswehr sind und dass man da nicht ganz so viel Erfahrung sammeln kann, wie ich es gerne machen wollte, habe ich mich nochmal umgesehen und umgeguckt und habe dann gesehen, dass man auch Doppelmitglied werden kann. Durch diese doppelte Mitgliedschaft lernt sie in der anderen Ortswehr natürlich andere Einsätze kennen. Sie bringt ihre Erfahrung hier mit in diese Ortswehr rein, äußert sie auch und die Kameraden sind demgegenüber sehr positiv eingestellt. Doppelmitgliedschaft bedeutet für mich, dass ich an zwei Standorten gleichzeitig helfen kann, dass ich auch an zwei Standorten meine Kameraden habe, dass ich auch an zwei Standorten natürlich für mich auch Erfahrung sammeln kann. Marlene, so als Doppelmitglied, hilft uns am Tage sehr viel in unserer Tagesalarmbereitschaft, da sie hier im Ort arbeitet und macht ihre Aufgabe hier wirklich gut. Mittlerweile ist es für mich schon eher Gewohnheit geworden, dadurch, dass ich jetzt auch schon seit einem Jahr hier bin. Wenn der Melder geht, dann sammeln wir uns. Wir sind zu dritt hier in Bederkesa im Rathaus, dann sammeln wir uns, fahren zusammen zur Feuerwehr hin. Sicherlich wären diese Kenntnisse nicht so da, weil wir als Ortsfeuerwehr nicht diesen Equipmentstand haben wie eine Feuerwehr Bad Bederkesa oder eine Schwerpunktfeuerwehr in Langen. Feuerwehrleute wollen helfen, dann sollen sie da tun, wo sie auch gebraucht werden. Und dafür geht auch eine doppelte oder eine dritte Mitgliedschaft. Wo ist das Problem?